Hallo, liebe Pferdefreunde. Mein Name ist Wolfgang Gnesner, der Pferdetherapeut. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Seit 30 Jahren beschäftige ich mich nur mit schwierigen Pferden, hauptberuflich. Ich werde geholt, wenn Pferde die Kooperation mit uns Menschen nicht mehr wollen, aus irgendwelchen Gründen. Ich werde aber von Leuten geholt, von hochkompetenten Leuten, Pferdewirtschaftsmeistern, Rittmeister. Es ist sogar ein Ausbilder gewesen, der Grand Prix Pferde ausgebildet hat und internationaler Richter jetzt ist. Also Leute, die wirklich, das sind keine dummen Leute, die sind wirklich pferdeerfahren. Diese Leute bestätigen mir aber auch, dass in den letzten Jahren die Pferde immer schwieriger geworden sind. Die Hemmschwelle, mit uns Menschen nicht mehr zu kooperieren, auch viel niedriger geworden ist. In meiner Korrektur sind diese Pferde aber auch immer mehr bereit, ihre Nicht-Kooperation mit uns Menschen über den sogenannten Werttrieb, das heißt, wenn sie das Gefühl haben, entweder du oder ich, dann greifen sie uns an. Diese Hemmschwelle ist niedriger geworden. Und das bestätigen mir auch wirklich diese Ausbilder. Weil manchmal habe ich ja gedacht, okay, Gnesner, liegt vielleicht auch nur mal an dir. Nein, es liegt nicht an mir. Auch das Interieur, der Charakter. Diese Pferde werden ja immer mehr veredelt. Veredelt, XX. Was bedeutet XX? Geht zurück auf den Araber. Der Araber, nichts gegen Araber, also das, die Pferde. Die Araber rennen wie die Bekloppten 100 Kilometer, fallen tot um und merken das nicht. Also total. So. Und jetzt haben wir natürlich diese Pferde, die natürlich auch charakterlich hallowach sind. Hallowach heißt, sie nehmen sehr viel wahr, sind aber durch diese hohe Wahrnehmungskraft total überfordert. Und dadurch gibt es Schwierigkeiten. Sie sind immer nervöser, es gibt immer mehr diese Magengeschwüre bei Pferden. Auf jeden Fall ist man in der Zucht einen total falschen Weg gegangen. Die Pferde werden immer mehr zu einem quadratischen Pferd gezüchtet. Das heißt, der biomechanische Ablauf passt gar nicht mehr zum quadratischen Pferd. Und deswegen ganz viele Pferde, die in Pferden oder Fechter über die Auktion gegangen sind, die siehst du zehnjährig teilweise nicht mehr. Und das hat man wissenschaftlich auch festgestellt, weil noch einmal das Exterieur nicht mehr zu dem biomechanischen Ablauf passt und deswegen es immer wieder Probleme gibt. Unabhängig davon, ob man die jetzt dreijährig, vierjährig oder fünfjährig anreitet. Das spielt im Prinzip keine Rolle. Sie halten diese Belastung nicht mehr aus. Und das Problem ist, dass diese Pferde immer schwerer für uns zu handeln ist. Und dass es immer mehr Schwierigkeiten gibt. Und diese Pferde, vor allen Dingen auch in den Ausbildungsstellen, dann entweder werde ich geholt oder die werden gesagt, pass mal auf, entschuldige, wenn ich den Ausdruck so bringe, aber der Gaul, der ist nichts, der muss raus hier, da haben wir keine Zeit für. Und dann werden solche Pferde in den sogenannten Amateurbereich verkauft, die natürlich noch weniger damit klarkommen. Gut, okay, ist mein Geld, ich verdiene damit Geld, weil dann komme ich, weil ich muss diese Pferde resozialisieren. Aber dieses Resozialisieren wird auch immer schwieriger, weil diese Pferde wirklich bereit sind, mit uns Menschen nicht mehr zu kooperieren und uns auch angreifen. Das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ihr da draußen kennt gar nicht die Wirklichkeit. Teilweise kennen die Leute noch nicht mal Pferde, die wirklich so drauf sind. Dann heißt es immer, ja, der Ausbilder, ja, oder ne? Nein. Es ist tatsächlich so. Und ich will diesen Begriff gar nicht nennen, Arschlochpferde. Aber es gibt auch Menschen, die haben keinen Bock zu arbeiten. Und es gibt auch Pferde, die haben keinen Bock zu arbeiten. Gut, jetzt können wir uns drüber unterhalten. Ja, der Mensch, der will, der zwingt das Pferd. Aber liebe Leute, wir haben auf dieser Welt alle unsere Aufgabe. Auch wir Menschen. Und ich kenne genug Menschen, die müssen einen Job erledigen. Das wollen die nicht.
Aber sie gehen dorthin, weil sie müssen Geld verdienen. Sie haben eine Familie. Und ich sage jetzt mal ganz einfach, so ein Schwein hat die Aufgabe, uns zu ernähren. Für die Veganer, die Pflanzen haben die Aufgabe, die Veganer zu ernähren. Also wir haben alle auf dieser Erde eine Aufgabe. Und zum Beispiel meine Aufgabe ist, diese Pferde wirklich zu resozialisieren, dazu zu bringen, mit uns Menschen einen Sinn zu erkennen, dass sie mit uns kooperieren, nach Möglichkeit auch eine wirklich harmonische Partnerschaft eingehen. Und manche Pferde muss man wirklich dazu überzeugen. Und machen wir uns nichts vor, wenn irgendeiner was nicht will und der andere das aber will, dann gibt es Streit. Streit sieht nie gut aus. Aber wenn man sich streitet, sieht das immer desharmonisch aus. Und so ist das auch mit den Pferden. Wenn ein Pferd nicht will, und ich spreche jetzt nicht von Quälen, nicht diese komischen, ne, mit hau drauf, weil das ist hirnlos. Das bringt auch nichts. Gerade diese Pferde, die werden dann richtig hysterisch. Oder die schalten ab und sagen, schlag mich tot, ich falle hier lieber tot um, bevor ich das mache, was du von mir willst. Nein, aber noch einmal, es herrscht dann eine Desharmonie. Und mittlerweile ist es ja wirklich so, dass da draußen auch dieser Gedanke herrscht, die armen Pferde. Und ich sag's noch einmal, wir wissen seit ungefähr 2.000-3.000 Jahren was über die Pferde. Und wenn ich überlege, was diese Pferde in diesen 3.000 Jahren alles aushalten mussten, bis in den 50er Jahren, auch im Krieg, da wurde ja auch noch mit gekämpft. Und seitdem gibt es im Prinzip nur noch die sogenannte Sportreiterei oder Freizeitreiterei. Es wird immer schwieriger, diese Pferde zu resozialisieren. Gut, jetzt können wir uns drüber unterhalten, macht das alles noch Sinn? Brauchen wir das? Auf diese Diskussion lasse ich mich gerne ein, dass man sagt, okay, ist das noch zeitgemäß, dass man reitet, dass man ein Hobby hat. Auf der anderen Seite sage ich ja. Wer es einmal kennengelernt hat, eine Partnerschaft mit einem Pferd, mit diesem großen Individuum, das ja, wenn es nicht will, gar nicht bräuchte. Das Pferd braucht den Menschen nicht. Aber wenn das Pferd mit uns Menschen kooperiert, mit uns Menschen eine Partnerschaft eingeht. Und liebe Leute, ich mag Frauen, aber wenn ein Pferd mit dir eine Partnerschaft eingeht, dann ist das was ganz Besonderes. Was ganz, ganz Besonderes. Und deswegen mache ich ja auch meinen Job so unwahrscheinlich gerne. Ich komme ja wirklich zu Pferden, wo es heißt, du, da musst du aufpassen. Der hat mir schon zwei Pfleger ins Krankenhaus buxiert. Und wenn du dann diese Pferde dazu überzeugst, dir zu folgen, in einer Partnerschaft das zu machen, was du auch von dem Pferd verlangst, und dass es dich auch respektiert, das ist was ganz Großes. Das ist auch was Mystisches. Und ich glaube, ich möchte mal wirklich auch behaupten, und vor allen Dingen auch diese Leute, die da absolut so gegensprechen, die haben sowas noch nie erlebt. Ich fahre jeden Tag raus, weil das erlebe ich dann jeden Tag. Und nochmal, auch ich mache meine Fehler. Denn ich komme ja auch zu Pferden, wo ich auch nicht immer gleich weiß, was muss ich machen. Aber ich merke schnell, das geht nicht. Umschalten. Jedes Pferd hat einen Schlüssel. Und ich sage jetzt mal ganz einfach, arrogant, wenn man 30 Jahre diese Berufung macht, ich nenne es Berufung, dann ist natürlich der Lösungskoffer, das Schlüsselbund, größer wie einer, der mal vor so einem Problem steht. Und noch einmal, diese Pferdewirtschaftsmeister, Rittmeister, ey, die haben hunderte Pferde ausgebildet. Aber dir wird immer mal ein Pferd zeigen, dass du nichts weißt und nichts kannst. Und diese Demut musst du auch haben. Und wenn du nicht weiterkommst, dann musst du dir Hilfe holen. Aber auch gerade diese Pferde, wenn du diese Pferde überzeugst, das ist was ganz Besonderes. Ein Pferd will geführt werden. Durch unsere Boxenhaltung oder Einzelhaltung haben wir natürlich das Problem, dass dieses Herdenverhalten von den Pferden verkümmert ist. Ich muss dem Pferd aber beibringen, dass ich seine Herde bin und dass ich sein Herdenchef bin. Es gibt ja auch was dafür. Was gibt die Herde? Die Herde gibt Sicherheit, Geborgenheit
Zusammenhalt, sozialen Kontakt. Und wenn ein Pferd mit mir kooperiert zum Beispiel, dann biete ich ihm genau das. Wenn ein Pferd mit mir kooperiert, biete ich ihm diese Dinge an. Kooperiert es mit mir nicht, handle ich wie eine Pferde, ich schließe ihn aus. Sage, ich will dich nicht in meinem, bei mir haben. Das funktioniert auch ganz gut, aber es wird immer schwieriger. So, also noch einmal. Also die Frage ist ganz einfach, gerade die Leute, die korrigieren, das sieht manchmal nicht gut aus. Und ich spreche jetzt nicht von diesen chaotischen Bildern da mit Peitsche hinterherrennen und so Quatsch. Also das musst du mit solchen Pferden auch gar nicht machen. Die sind hochsensibel. Die werden dann nur hysterischer oder blockieren ganz und schalten ab und sag, schlag mich tot. Ich falle hier lieber tot um, bevor ich das tue, was du von mir willst. Denn jedes Pferd hat einen Schlüssel, wo ich diesen Zugang zu diesem Pferd finde, dass es mit mir den Sinn versteht, mit mir zu kooperieren. Und machen wir uns doch nichts vor. Ne? Das sagen mir die Pferde auch manchmal, so nach dem Motto, ey, Alter, hast du dich mal im Spiegel angeguckt, Handbreit größer wie eine Thermoskanne, ja, und du willst mir zu erzählen, wie sich die Erde zu drehen hat. Hier, guck mal, meine Kumpels hier, mit denen 5 Stück Bodybuilder, ja, den habe ich vorhin gerade erzählt, wo die zu grasen haben. Und jetzt kommst du, Hein Piebel, mit deiner roten Weste und roten Jacke an und willst mir erzählen, ja, was ich zu tun habe. Und dann sage ich, ja, das ist so. Weil ein Pferd muss ja auch lernen, dass es mit uns Menschen anders umgeht, gehen muss, wie mit den Artgenossen. Sonst funktioniert das ja nicht. Ne, um Himmels Willen. Pferde spielen einander, die steigen sich an. Wenn die Pferde das mit uns tun, meinen sie es manchmal gar nicht böse. Aber wir haben länger was von. Und das müssen wir den Pferden natürlich beibringen, dass sie natürlich auch diesen nötigen Respekt uns Menschen entgegenbringen. Und das geht nicht, indem wir, ich sag mal so, bei 60%, ne, die sind froh, dass sie auf dieser Welt sind und alles gut und oh, Mütze holen. Aber die anderen 40%, da musst du dir den Respekt verdienen. Das geht aber nicht, indem du denen Schmerzen zufügst. Das kannst du vergessen. Sondern das musst du aus einer inneren Überzeugung tun. Aber noch einmal, das sieht immer ein bisschen wild aus und das sieht auch nicht harmonisch aus. Schön ist immer nur danach. Dann kommen sie und das ist auch für mich, auch, ich sage es ja immer wieder, auch wenn ich es 1000 Mal gemacht habe, das ist was ganz, ganz, ganz was Großes. Wenn die Pferde dann manchmal von einer Sekunde zur anderen Sekunde umschalten und sagen, du bist mein Chef, dir schließe ich mich an. Weil ich weiß, du passt auf mich auf. Du gibst mir Sicherheit. Ich fühle mich in deiner Gegenwart wohl. Im Grunde genommen jetzt eine grundsätzliche Diskussion zu führen über eine Ausbildung, das halte ich für sinnfrei. Weil noch einmal, und da stehe ich auch zu, 90% der Ausbilder machen einen wirklich guten Job. Aber man darf auch eins immer nicht vergessen. Und selbst ich hatte das neulich, bin in eine Falle reingetreten, wo ich im Nachhinein, wenn ich noch mehr geforscht hätte, noch mehr Informationen geholt hätte, gesagt hätte, ich wäre ganz anders vorgegangen. Aber manchmal hat man diese Information nicht und manchmal gibt der Besitzer dir die Information auch nicht. Und dann denkst du, dieses Pferd will einfach nur mit dir kämpfen. Und dabei wollte es gar nicht mit mir kämpfen, sondern kann ich kurz anreisen. Das Pferd stand im Prinzip ein Dreivierteljahr. Dann wurde dieses Pferd geführt, Schritt geführt. Ich komme noch nicht auf die Idee und frage, wo? Im Nachhinein sagte mir die Kunde, ja, ich habe die auf der Stallgasse und ein paar Runden dann in der Halle. Dass der natürlich ganz anders drauf ist, als ob der gearbeitet worden ist oder ausgeglichen war oder auch mit seinen Artgenossen mal gespielt hat, da kam ich nicht drauf, weil ich diese Information nicht hatte. Also auch ich tappe mal in die Falle. Nach dem zweiten Termin, war mir das alles mysteriös, weil ich gesagt habe, dieses Verhalten ist nicht, kenne ich nicht. Habe ich so extrem noch nicht gehabt. Ja, und dann kommen so die Bröckchen.
Aber wenn ich jetzt überlege, das hätte nur einer damals bei dem ersten Termin gefilmt. Der hätte gesagt, ey, sag mal, der Gnesner, der hat sie doch nicht alle. So lange Desharmonie. Im Nachhinein, vollkommen richtig, hätte ich anders gehandelt. Aber da hatte ich die Information. Deswegen gehe ich ja auch immer kriminalistisch vor. Aber da sieht man, dass auch ich diesen Fehler gemacht habe. Ich hätte noch mehr fragen müssen. Aber ich komme nicht auf die Idee und sage, wo hast du den denn geführt? Wir können die Zucht diskutieren, dass die Zucht in eine falsche Richtung geht. Wir können darüber diskutieren, ob wirklich man sagt, okay, zeitgemäß ist Reiten und Pferdehaltung noch zeitgemäß. Aber die Ausbildung selber, und dass es auch mal in der Ausbildung eine Phase gibt, wo die Pferde anfragen, muss das alles sein? Darüber bitte können wir nicht diskutieren. Das geht nicht. In der Korrektur und in der Ausbildung, vor allen Dingen auch in der Korrektur, da herrscht für den Moment Disharmonie. Und das hat nichts mit Schmerzen zuzufügen. Und da muss mir jetzt auch keiner erzählen, ja, schon psychologischer Stress ist Gewalt gegenüber dem Pferd. Ich sage es aber, liebe Leute, wo habt ihr sie denn alle noch? Oder habt ihr sie alle noch? Also, dann kauft euch einen Wellensittich. Ja? Wir haben da zwischen 500 und 700 Kilogramm Freigeister, die einen auch immer noch hohen Urinstinkt haben. Und diesen Urinstinkt, der muss irgendwo auch gebändigt werden. Und ich sag's immer, ich würde es gerne mit Singen machen, aber ich kann scheiße singen. Hat aber auch nichts mit körperlichen Schmerz zuzufügen zu tun, sondern einfach wie in der Herde gegenseitiges Imponieren. Aber noch einmal, darüber diskutiere ich auch nicht. Absolut nicht. Und das tun auch die anderen guten Ausbilder nicht. Über die anderen Dinge können wir diskutieren. Und wenn die Mehrheit sagt, passt mal auf, liebe Leute, ihr mit euren Gäulen, mit euren Pferden, das wollen wir alle nicht. Dann lass uns abstimmen. Dann lass uns abstimmen und sagen, komm, Pferdesport, Schluss. Aus. Vorbei. Darüber können wir gerne diskutieren. Und wenn die Mehrheit das will, dann machen wir es so. Aber ich diskutiere nicht über Ausbildungsmethoden, wie sie artgerecht, human und auch pferdegerecht ist. Noch einmal, es gab Idioten und es wird auch weiterhin Idioten geben. Das sind aber die Ausnahmen. Und ich werde den Teufel tun und auch viele andere auch, sich den Schuh anzuziehen und sagen, ey, ihr seid alle Tierquäler, weil ihr setzt euren Arsch auf den Rücken der Pferde. Ja? Oder ihr resozialisiert die oder ihr korrigiert die. Darüber diskutiere ich nicht. Und da stehe ich auch mit breiten Schultern da. Dass man nicht immer alles richtig macht und dass man auch mal auf dem Holzweg ist, keine Frage. Und ich sage auch immer, wenn das einer von außen sieht und sagt, du, pass mal auf, Wolfgang, das geht anders besser, kriegst du schneller hin. Ey, da bin ich der Erste, der sofort aufsaugt und sagt, gut, können wir so machen. Ich werde meistens geholt, wenn auch andere Trainer, Gurus schon gescheitert sind. Das spiegelt vor allen Dingen auch meine Meinung wider und viele andere Meinungen auch, die sich aber gar nicht trauen, das öffentlich auch mal einfach so anzusprechen bzw. auszusprechen. Und nochmal, diese Heuchelei von vielen Ausbildern, und ich kenne einige, wo ich wirklich, Entschuldigung, wenn ich das so sage, innerlich abkotze, die sich jetzt hinstellen und sagen, hey, das geht gar nicht. Ey, liebe Leute, vor allen Dingen auch 30 Jahre zurück, ey, da hieß es grundsätzlich, hau drauf, der braucht das mal. Das hat sich ja Gott sei Dank geändert. Ich wünsche euch, Kritiker, dass ihr vielleicht mehr Einsicht habt und auch mal in die Geschichte der Pferde geht. Vielleicht werdet ihr dann sehen, dass es den Pferden heute gar nicht so schlecht geht. Sondern im Prinzip sage ich auch ganz einfach, nochmal, es gibt immer Ausnahmen, aber es geht den Pferden heute richtig gut. Wäre schön, wenn es da eine
konstruktive Auseinandersetzung gibt, aber auch vor allen Dingen auch mal von Leuten, die auch vom Fachlichen Ahnung haben. Wie sage ich immer so, und dann ist auch gut, viel Meinung für wenig Ahnung. Mit den Leuten, Entschuldigung, bitte schreibt mir nicht und diskutiert auch nicht. Sondern ich diskutiere gerne mit Leuten, die Ahnung haben. Also, mein Name ist Wolfgang Gnesner, der Pferdetherapeut. Und ich wünsche euch alles Gute, bleibt zuversichtlich. Und wie sage ich immer so, vergesst nie, seid gut zu den Pferden. Also, euer Wolfgang. Servus.